Yani şimdi biz, arkadaş ve ben tek başından gitsek ne olur? Kamera telefonunuzu alırlar. Niye? Çünkü siz yabancı olduğunuz belli. Evet. You're beautiful. Bak. Oh my god, oh my god. So Freunde, heute mal ein etwas anderes Video. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, das wird ein Video, wo wir uns an riskieren. Ich sag mal so, Verfolgungsjagd ist ja auf einer gewissen Art und Weise auch schon Risiko. Das habt ihr wahrscheinlich im letzten Video, an der Stelle könnt ihr hier oben raufklicken, kommt direkt zum Video, gemerkt. Wir wollten jemanden verfolgen und daraus wurde dann eine sehr bremsliche Situation. Englisch? Nur Englisch? No. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin wirklich für jeden Spaß zu haben. Ich kenne selten meine Grenzen, sei ehrlich. Das heißt, wenn ich mir etwas vorstelle, dann bleibt das so lange im Kopf, bis das durchgesetzt wird. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind neu in Istanbul, ich bin das erste Mal in Istanbul, Breezy ist genauso das erste Mal in Istanbul, wir kennen uns überhaupt nicht aus. Natürlich nehmen wir dann Vorschläge wahr und Empfehlungen nehmen wir natürlich auch wahr. Dann haben wir über Ohren mitbekommen, so, dass es einen ganz bestimmten Ort hier in Istanbul gibt, wo man nicht hingehen sollte. Weil ich kann euch das mal im Internet zeigen, nicht nur wir sollen da nicht hingehen, selbst die Polizei geht da nicht hin. Der Ort heißt Talabashi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich schreibe das mal hier rein. Und direkt erster Vorschlag, Talabashi, Istanbul gefährlich. Ein Stadtteil, den keiner will. Istanbul, Achtung, Touristenfalle. Ein Stück Neukölln in Istanbul. Istanbuls Räuberhöhle. Talabashi ist nicht gerade der Stadtteil von Istanbul, in den man gern geht oder überhaupt jemals geht. Es sei denn, man stammt von dort und die Leute kennen einen oder man hat nichts zu befürchten. Wir kennen keinen. Aber wir haben auch nichts zu befürchten. Vor 5 Jahren traute sich nicht einmal die Polizei hierher, sagte Metin. Natürlich, es kann sich viel verändert haben. Vielleicht ist es jetzt auch voll die Bonzengegend und jeder studiert da. Aber ich sag mal so, hier in Istanbul, in den letzten 24 Stunden, wo ich auf die Straße gegangen bin und irgendwelche Leute spontan danach gefragt habe und wir in irgendeinem Gespräch waren und ich dann nach Talabashi gefragt habe, haben die direkt gesagt, geh da nicht hin, das ist gefährlich. Ich kann es dir nicht empfehlen, die werden dich bis zur Unterhose ausziehen. Wortwörtlich, genau so haben die mir das gesagt. Breezy, mitgehangen, mitgefangen, du bist auch jetzt drin. Mir egal. So, wenn die Hose ausziehen, dann ziehen die auch deine Hose aus. Jetzt habt ihr nochmal eine Bestätigung. Ich habe hier mit einem Zuschauer über Instagram geschrieben. Und der ist wohl auch hier in der Türkei, auch in diesem Hotel, aber ein Hotel daneben. Also es sind 2 Hotels, aber halt quasi das andere Hotel. Also das gleiche Hotel, aber das andere Haus. Ich meinte zu ihm, kennst du Talabashi oder so, ist so eine Gegend hier in Istanbul. Da meinte er, ja, ich weiß wo, in der Nähe von Taksim. Da meinte ich, wie ist das dort? Und da hat er mir eine Memo geschickt. Ich soll es sagen, ist halt nicht so... Schöner Ort, yani pis bir yer yani. Viele Dealer, Çingene, Mingene çok var orada. Yani wenn ich ihr werde, würde ich da nicht so hingehen. Yani tabi müsst ihr selber wissen, yani aber... Ich war da einmal jetzt gar nicht mehr. Okay, ich sag mal so, er war da einmal und hat überlebt. Das heißt, ich hoffe, wir werden auch überleben heute. Das Ding ist, Breezy ist so ein Typ. Wenn wir über irgendwas reden, recherchiert er nochmal richtig. Und das Ding ist, guck mal bitte, ich gebe jetzt hier ein, Istanbul. Guckt euch das mal bitte an. Das sind quasi Gossen. Seht ihr das? Das sind so enge kleine Gossen. Hier zum Beispiel, du hattest so ein perfektes Bild, wo ich echt Angst hatte, da reinzugehen. Das Bild hat Breezy mir gezeigt und da dachte ich mir schon, Bruder, so eine enge kleine Gosse. Stellt euch das mal jetzt bildlich vor. Wir gehen hier vorbei, von da kommen welche und von der anderen Seite, also hinter unserem Rücken kommen welche. Wie sollen wir zum Teufel weg? Das Ding ist, Breezy ist groß, du bist 2 Meter, Bruder, du machst einmal so eine Räuberleiter, ich bin weg, aber wohin willst du, Bruder? Weißt du, ich meine, ich kann nicht hochziehen, das klappt nicht. Deswegen steigt da natürlich ein bisschen die Spannung. Ich sag euch ehrlich, ich bin leicht angespannt. Ich glaube, wenn wir wirklich vor Ort sind und aus dem Taxi steigen, steige ich wieder ein. So, mit einer nassen Hose. Apropos Taxi, wir haben mit dem Lieferanten hier geredet, der hat uns Türköfter geliefert. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt nach der Gegend gefragt, also Talabashi. Und hat er mir gesagt, ich würde es euch nicht empfehlen, aber es fängt schon da an, dass euch kein Taxifahrer hinfährt. Wenn man sowas hört, ist man da schon ein bisschen angespannt. Du brauchst sie gar nicht auf locker machen, Digga. Ich sehe jetzt schon, deine Beine zittern voll. Ich wünsche uns Glück und euch viel Spaß. Wir begeben uns gerade ins Risiko. Ihr schaut einfach. Aber ich hoffe, euer Herz klopft dafür richtig schnell. Die Sorumuz war, şey gitmek istiyoruz, Talabashi. Tamam, gelin gidelim. Sen ne istiyorsanız söyle bana. Her yere götür. Talabashi, programımız var. Evet. Her şey var. Also ich sag mal so, wir haben eigentlich 6 am Lotto. Der Typ wohnt da selber. Irgendwann. Nicht, dass er uns absticht. Doğru arabadasınız. Doğru arabada. Bura meine Zunge dreht nicht. Şimdi burada bir Talabashi var. Bir de Balat mahallesi var. Balat ne? Balat. Çukuru izlediniz mi? Çukur var. He, aynen. Çukur Balat oluyor. Şimdi ne kadar... Ama şimdi Çukur'un yeri hafif yani. Hafif, Talabashi tam yere. Er sieht schon, kaputt so. Also Bruder, ich sagte so, wir haben schon Todesurteil haben unterzeichnet. Ne? Ne? Plastik, içeri alalım. Boah, das Plastik drin? Du sollst das reinholen. Alayım ben bayi da. İçeri alabilirsin. Sıkıntı olabilir, biliyor musun gireceğimiz yerde? Nasıl sıkıntı olabilir? Yani çünkü bayrakla giriyoruz ya. Belki problemler çıkar. Tabii ki. Hata yaparız yani. Aynen. Ha. Wir haben jetzt die Flagge quasi ins Auto genommen. Er meinte, es kann vielleicht Probleme auftauchen lassen. Vielleicht werden sich die einen oder anderen da beleidigt fühlen oder, keine Ahnung, provoziert fühlen. Ich kann das nicht einschätzen. Es kann sein, dass wir da jetzt gleich mit allen zusammen Fußball spielen. Es kann aber auch sein, dass wir gleich alle zusammen
keyfi kamış rahat. Ama mahalle büyük bir mahalle. Şimdi bu mahalle şöyle söyleyeyim. Çoğu yeri yıkıldı. Burada şimdi dışarıda kalanlar, uyuşturucu... Die Polizei versucht quasi so viel wie möglich sauber zu halten. Natürlich schaffen die das auch nicht immer, weil sie in gewisse Punkte auch nicht reinkommen. Oder bei ihm ist dieses hin und her mit Kapuze hin und her. Yani biz oraya girerken şöyle basıyoruz, kapılarımızı kilitliyoruz. Also meinte, wenn wir da reinfahren, machen wir auf jeden Fall die Zentralverriegelung an. Damit am Ende da keiner jetzt einfach die Tür aufmacht und sich mit da reinsetzt. Wir haben auch überlegt am Anfang, als wir vom Hotel rausgekommen sind, was für einen Taxifahrer nehmen wir. Weil wenn wir jetzt einen 80-Jährigen nehmen und der da selber Angst hat, einen Herzstillstand bekommt und die Zentralverriegelung vergisst zuzumachen, wie sollen wir da selber übernehmen alle? Deswegen haben wir jetzt einen guten Taxifahrer gefunden, der quasi selber da lebt. Er wird uns da heil reinbringen und heil wieder rausbringen, meint er. Bruder, ich sag mal so, das sieht hier echt broke aus. Da liegt einfach ein Schuh. Da hat Heli Kelly bir şey gelmedi yani. Göreceğiz, daha gidiyoruz. Aha. Orada iki tane duruyor mesela. Bu saatte normal insanlar pek dışarıda durmaz. Burada bir şey... genelde bir şeyler satmak için duruyorlar. Okay. Er sagt, es hat eigentlich keinen Grund, dass man um die Uhrzeit hier draußen steht. Die müssen wohl ein Ziel haben. Und die verkaufen auch meistens was. Yani şimdi biz, arkadaş ve ben tek başından gitsek ne olur? Kamerayı telefonunuzu alırlar. Niye? Çünkü sizin yabancı olduğunuz belli. Evet. Buralı değilsiniz. Ich habe ihn jetzt gefragt, was würde passieren, wenn wir beide jetzt, also Breezy und ich, jetzt hier einfach durch die Straßen laufen würden. Und meinte, das erste, was passieren würde, ist, ihr werdet angehalten, angesprochen, euch wird das Handy genommen, das Geld wird euch genommen und alles mögliche. Also ihr werdet quasi abgezogen. Bruder, da sind auch welche. Aha, orada duruyor. Er steht da einfach in einer ganz dunklen Gosse. Das heißt, stell dir mal vor, Breezy und ich wären hier durchgegangen, er hätte uns mies abgezogen. Yavaş, yavaş. Also umsonst haben die da auf jeden Fall nicht gewartet. Ich denke sogar die Katzen gucken nicht aggressiv an. Wir fahren auf jeden Fall jetzt immer weiter hoch, also immer weiter rein. Eskiden buralara polis arabası bile giremezdi. Polis yukarılardan şişe atıyorlar, taş atıyorlar, arabalar da girmiyordu buraya. Wie er gerade gesagt hat, vor ein paar Jahren haben sich nicht mal die Polizisten hier reingetraut. Die wurden quasi immer mit Flaschen, mit Steinen oder sonst was abgeworfen. Die haben es dann halt einfach aufgegeben, hier noch reinzufahren. Şimdi uyuşturucu içenler kalıyor normalde şurada. Bir insek mi? Fare var mı orada? Yok. Fareden daha çok korkarım. Burada ne vardı yani? Uyuşturucu satanlar kalıyordu, tamam mı? Uyuşturucu. Yani esraf falan satmış. Tabii ki. Saklıyorlardı burada malları. Okay. Burada uyuşturucuyu buraya saklıyordu. Ah, okay. Die haben quasi hier mal die Sachen, also die Ware versteckt und von hier aus halt immer quasi verkauft. Aksaray'ın arka sokakları oluyor. Aksaray'a gittiniz mi daha önce? Hayır. Aksaray, bu işte kadın satanlar, tamam. Zenciler. Yani buradan yarım saat sonra bir yer. Orası şu an burası gibi değil. Herkes dışarıda. Da wo wir jetzt hinfahren, das ist ungefähr 30 Minuten von Istanbul entfernt. Das ist, nennt sich Aksaray. Der Taxifahrer hat mir erzählt, dort soll auf jeden Fall mehr abgehen. War aber auf jeden Fall mal interessant, einen kleinen Einblick da zu bekommen. Şu mu çalışıyor? Evet, para karşılığı. Çalışanlardan. Okay, das ist jetzt quasi eine, die quasi gerade arbeitet. Bu saatte çünkü normal kızlar gezmez dışarıda. Ama bir fiyatı şu an bu baktık. Arkadaşı bunu bekliyormuş burada. Evelten, evet dass sie einsteigt. Aha, benim camını da açma. He. Otele gidiyor galiba. Ben de acayip iyi biliyorum yani. Ben bilirim. Yani erfahrung. Die Erfahrung ist am Start yani. So, da sind auf jeden Fall schon mal zwei, die arbeiten. Merhaba. Misafirlerim var, bakar mısınız? Yabancılar. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım. How much? Kaç yapıyorsun? 150. 150. Pahalımış. Arkadaşlarım misafir, havaalanından getirdim de konuşur musun yabancılar? Merhaba, nasılsın? Merhaba. Merhaba. İyiyim. Kaç yapıyorsun? 150. Öyle doğum günü fiyatlar var mı? Öyle biraz aşağı. 130 olsun. Yok, yakışıklı. Meinte bir sırf buna. Çok yakışıklı. He? Evet. Beğendin mi? Tamam, danke schön, gleichfalls. O da diyor, seni de beğendi. Nerelisin? Afganlı. Gelsin. Steig doch mal aus. Steig doch. Willst du nicht mitkommen, sag mal ehrlich? Nein, geh. Geh einfach. Boah, sie zieht mich ab. Nein, geh mal mit ihr mit kurz. Geh mal kurz mit. Wie Faust aufs Auge. Passen die zusammen. Komm mal bitte. Wie groß er ist. Hey, pack die Cam weg. Sie hat es gecheckt. Sie ja, hat es schon gesagt. Jetzt bringt er uns quasi nochmal zu den Männern, also quasi zu den Männern, die sich zu einer Frau operieren lassen haben. Ich sag mal so, er hat mir erzählt, wir sollen einfach erwähnen, dass wir aus England kommen oder aus was weiß ich woher kommen. Aber wir sollen nicht erwähnen, dass er Afghan ist, weil gegen Afghanen haben die irgendwas. Ehrlich? Ja, hat er doch gesagt. Also du verstehst ja nicht, sorry. Canu. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi arkadaşlarım havalimanından getirdim, yabancılar. Ne işin var onlar? Benim yaşım büyük yani, öyle yüzüme bakma yani. Burada dieser Aussage würde ich bei Burger King arbeiten. Wegen ihrer Jacke, Alter. Da haben wir direkt schon das, was wir suchen.
die zwei Frauen da. Kızlar misafirlerim var, yabancı bakar mısınız? Yabancılar. Yakışayım. Hayırdır, becerik mi oldu? Abo. Adam mı? Du hast einen Mann oder was? Sese bak, Ahmet gibi ya. Ich hab voll die Frauen schon mal warte, Bruder. Kommt da so ein Ahmet, Alter. O der Adam, ne? Evet. Das ist auch ein Mann, also nicht erschrecken. Merhaba canım. Yeah. Çocuklar yabancı, misafir. Bir konuşabilir misin? Bir arkacama gel, konuş istersen. Biliyorlar. Biliyorlar, ben söyledim. Merhaba, fiyatlar nasıl? Fiyat 100 lira. 100 lira. İkimiz yaparsa? 200 lira. I speak English? Yes. You're beautiful. Put in my house. You're beautiful. Yeah. You have good you have beautiful lips. What? You have beautiful lips. Aşağı yapmış bir kalıp. Aç kapıyı. Oha. Bekleyelim, bir daha koşsun gelsin. Oh my god, oh my god. Lass mich drin. Oh my god. Bura telefon mu attı yoksa? Telefonunu attı, çantasını attı. İnşallah arabaya bir şey olmadı. Arabaya bir şey olduysa yandık. Oh my god. Kommst du durchgedreht? Bruder, was für Sie, das ist Mann. Yes, yes, Bruder. Bruder, was ist das? Ich hab mit ihm geredet, weißt du, ich hab gefilmt und er musste alles ertragen. Yani sizinin camına girdi. Wir gucken mal, ob dem Auto was passiert ist. Bunu kırmış. Kırmış mı? Evet, bunu çekmiş, kırmış. Der hat einfach die Tür kaputt gerissen. Evet. Dönsek mi oraya? Komplett kaputt gemacht. Digga, was geht hier ab, Alter? Oh, das ist ja wie im Film gerade. Bruder, die hat einfach den Henkel abgerissen. War das Hulk oder was? Ohne atmış, he. Çantası mıydı, o muydu? Görmedik ki ne yaptığını. Wie zum Teufel hat der das da rausgerissen? Er will da nochmal ein zweites Mal durchfahren, der Taxifahrer. Ja, doch. Bruder, wir sind auch komisch. Also ich glaube, die eine hat sich versteckt. Onlara haber vermiş herhalde, değil mi? Einen. Şimdi bizi takip edebilirler, arabalar da gelebilir arkamızdan. Als ich gesagt habe, dass sie schöne Lippen hat, was ich natürlich nicht ernst meine, hoffe ich, dass ich ihr Gesicht filmen konnte. Oder beziehungsweise sein Gesicht filmen konnte. Die hat anscheinend auch noch hinten kaputt gemacht. Bruder, die hat komplett das Auto mitgenommen. Das Ding ist, ihr müsst wissen, sie ist direkt zu ihm, hat ihm am Hals gepackt, wollte ihn rauswürgen oder rausschmeißen, keine Ahnung. Und hat dann den Türhenkel rausgekriegt. Digga, ich weiß nicht, was für eine Kraft sie hatte. Sie hat den Türhenkel rausgezogen und aufs Auto geworfen. Sie hat das hier kaputt gemacht und sie hat den Türhenkel komplett mitgenommen. Das heißt, Türhenkel gehört jetzt ihr. Krank, was ihm passiert, ohne Scherz. Das war's quasi mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch unterhalten natürlich. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Ihr wisst, ich habe oft den Privatdetektiven gespielt und mir ist sowas nicht passiert. Was heute passiert ist, war echt krass. Das Ding ist, der Taxifahrer war auch auf richtig Adrenalin aus. Er wollte es unbedingt wissen. So, wir waren eben jetzt noch bei der Werkstatt. Natürlich ist es klar, dass ich dann quasi dafür verantwortlich bin, weil ich wollte das Video drehen. Das heißt, wenn da irgendwie ein Schaden kommt mit seiner Tür oder seinem Licht, müssen wir das natürlich decken. Deswegen haben wir das auf jeden Fall bezahlt. Das ist Türkei sowieso billig. Also, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also ich muss echt sagen, am Anfang, ne, wo wir bei der ersten Gegend waren, was eigentlich auch das Hauptvideo war, habe ich das Gefühl gehabt, da war nicht so viel los. Aber ich glaube, wenn wir alleine wären, ohne Auto und Breezy und ich alleine da mit einer Kamera rumlaufen würden, dann würde wirklich was passieren. Ich glaube, da hätten uns die ein oder andere Leute wirklich angesprochen oder angemacht. Der Taxifahrer hat uns auf jeden Fall jetzt abgelassen und die Antworten sind, der Taxifahrer ist mit 4 gesunden Türen gekommen und jetzt muss er mit 3 gesunden Türen und einem fehlenden Henkel zurück in die Werkstatt. Ciao.